Zombie Road Trip ist ein von Noodlecake entwickeltes zweidimensionales Shoot-and-Drive-Spiel für Android und iOS. Es ist Free-to-Play und wurde schon über 10 Millionen Mal runtergeladen. Das Spielprinzip ist simpel. Wir fahren mit einem mehr oder weniger gutem Auto Hügel um Hügel und Stadt um Stadt ab. Für jede passierte Stadt werden die folgenden Punkte verdoppelt. Punkte erhalten wir, wenn wir Zombies töten. Einfach überfahren funktioniert da nicht, die Zombies bremsen uns nämlich aus, sodass die Horde, die ständig hinter uns her ist, gefährlich nahe kommt. Erwischt diese uns, ist es aus. Damit es gar nicht erst so weit kommt, stehen uns zahlreiche Upgrades zur Verfügung. Mit Waffen, Gadgets und anderen Autos, die alle über die Ingame-Währung erhältlich sind, bekommen wir stets neues Equipment, mit dem das Spiel noch mehr Spaß macht. Von Zeit zu Zeit erfüllen wir diverse Herausforderungen, für die es wiederum Geld gibt. 6 große Zombies in einem Spiel töten klingt erstmal einfach, ist aber alles andere als schnell erledigt, denn die Dicken sind über die Strecke extrem verstreut. Ab und zu flattert uns auch ein Vogel ins Bild, wenn wir diesen abschießen, bekommen wir ein Lotterielos, mit dem wir am Ende nochmal ordentlich abräumen können. Über die Hügel auf der immer gleichen Strecke können wir diverse Stunts einlegen. Dafür gibt es einen Boost und nach kurzer Zeit auch eine Art Speed-Modus, in dem wir einfach alle Zombies überfahren können, ohne dabei langsamer zu werden. Zombie Road Trip macht enorm viel Spaß, schwächelt aber in Sachen Langzeitmotivation, da bessere Fahrzeuge und Waffen teilweise zu lang zum Freischalten dauern. Der comichafte Grafikstil überzeugt und das Spielprinzip ist klasse umgesetzt. Für alle, auch weil es kostenlos ist, uneingeschränkt empfehlenswert.